herzlich willkommen zum neuesten Update hier aus der Brick World. Und nachdem wir das letzte Mal angefangen haben, hier vorne aufzureißen, umzubauen und den ganzen Bereich hier zu ändern, können wir da heute leider noch nicht weitermachen, denn ich brauche ein paar Steine, die habe ich bestellt, die sind noch nicht da, deswegen machen wir heute was anderes und zwar werden wir heute nochmal ein Video machen, was wir auch schon im letzten Monat mal gemacht haben, wo ich auf verschiedene Aspekte in der Stadt, auf verschiedene Kommentare aus der Community eingehen werde. Ich werde den Kommentar einblenden, beziehungsweise wenn der öfters vorkam, einen ausgewählten beispielhaft einblenden und wir werden an verschiedenen Stellen verschiedene kleine bearbeiten. Außerdem möchte ich noch eine andere Sache machen und zwar möchte ich den Lastwagen, den ich kürzlich erworben habe, beleuchten und in die Stadt einbauen, zumindest den vorderen Teil. Ich hoffe, das schaffen wir heute auch. Und ansonsten würde ich sagen, bleibt gerne dabei. Heute geht es mal wieder hier und da und überall ein bisschen weiter. Und der erste kleine Punkt, den habe ich jetzt gleich zum Anfang gemacht, weil ich es doch dauernd vergessen habe und ich habe endlich mal dran gedacht, hier in diesen Fenstern hier oben waren noch andere Bögen eingebaut. Es lag daran, dass ich damals, als ich das gebaut habe, nicht genug von diesen Bögen in dieser richtigen Höhe hatte. Ich habe da die halb so hohen reingebaut mit einem Einer-Brick unten drunter. Ist mir persönlich nicht mehr aufgefallen nach all der langen Zeit, aber jetzt habe ich es schnell geändert. Ihr habt einiges zeitlang und vor allem immer öfters und auch einige Leute immer öfters geschrieben, dass die doch eigentlich mal ausgetauscht werden sollten. Jetzt sind sie ausgetauscht. Irgendwo blende ich jetzt einen Kommentar mal ein als Beispiel und damit wäre der erste Punkt geschafft. Das ist eine Kleinigkeit, die mir persönlich nicht auffällt, aber vielen von euch und ist einfach so eine kleine Sache, die einfach jetzt gemacht ist. Und da dachte ich, wir machen mal noch so ein kleines Speed-Build, Speed-Reparieren, Speed-Beleuchten, wenn es jetzt hier um den Lastwagen geht, den ich ja hatte. Es fehlten ja ein paar Teile, die habe ich jetzt noch schnell angebracht. Das waren ja nicht viele, ich glaube 14 Stück inklusive des Anhängers. Und jetzt habe ich angefangen, das Ganze zu beleuchten. Natürlich wieder mit meinem Beleuchtungspartner Illuminate Your Bricks. Da nutze ich verschiedene Komponenten, um das Ganze zu beleuchten. Ich werde jetzt hinten die Rücklichter beleuchten und zudem vorne zwei der Frontleuchten. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich noch mehr davon beleuchten soll. Das zeige ich euch dann später nochmal. Wenn es fertig ist, dann könnt ihr mir nicht in die Kommentare schreiben, ob ihr denkt, dass die Beleuchtung so passt oder ob wir noch mehr von den Frontleuchten beleuchten sollten. Wie gesagt, ihr seht es gleich nochmal auf der Straße stehen. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Und da steht der Lastwagen, ich habe ihn mir vor einiger Zeit gezeigt, als ich ihn etwas unvollständig bekommen habe. Ich habe die Ersatzteile, die ich bestellt habe, jetzt alle dran gebaut. Ich habe ihn vorne teilweise, sage ich mal, beleuchtet. Hinten sind die Rücklichter auch beleuchtet, wie ihr sehen könnt. Ich habe noch ein bisschen Sand hineingetan. Und ja, eine Frage. Ich weiß, dass theoretisch hier noch mehr beleuchtet werden könnte. Man kann die da oben beleuchten, man kann die da unten beleuchten. Meine Frage ist, erstens, ist das eigentlich alles überbeleuchtet? Ich weiß es nämlich gerade gar nicht. Und zu allem wäre das Problem, wenn wir alles beleuchten, wäre das vielleicht arg hell. Dazu könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Aber grundsätzlich finde ich, dass der da ganz gut hinpasst, auch von der Größe gut zum Thema Brick World. Und er hilft auch dabei, hier die Schiene ein bisschen abzudecken. Denn unten drunter, wenn ich jetzt mal hier hochhebe, dank unseres modularen Systems kann ich die Fahrzeuge hier einfach rausnehmen. Aber wir kriegen ihn nicht wieder rein mit einer Hand. Kann ich jetzt hier so ein bisschen die Hässlichkeit der Straße überwinden. Ihr seht sogar, es überwindet sogar das, was gar nicht fertig ist. So viel dazu. Was ich jetzt auf jeden Fall auch noch mache, ist, ich werde jetzt einfach mal versuchen, jetzt hier die Straße noch fertig zu bekommen heute, damit auch diese Lücke mal geschlossen ist. Und zwischendurch noch eine kleine Sache zum Thema Shop. Ihr wisst, den habe ich seit einiger Zeit betrieben. Es gab allerdings in den letzten Monaten ein paar Probleme damit. Und das liegt nicht unbedingt ganz nur bei mir, außer dass ich es abgeben wollte an jemanden, den ich kenne, der sich um den Shop kümmert, um die Abwicklung. Weil ich dachte, ich kann mir da ein bisschen Zeit sparen und das für andere Sachen nutzen. Allerdings ging das ganz gehörig schief und leider lief da einiges schief mit den Bestellungen, weswegen ich jetzt das Ganze wieder selber mache, weil es dann gelaufen ist damals, bevor ich es abgegeben hatte. Das heißt, ich mache den Shop jetzt wieder selber und passend dazu habe ich es endlich geschafft, das ganze Chaos der letzten Monate, das im Shop aufgelaufen war mit verschiedenen Bestellungen, die nicht richtig abgewickelt wurden oder gar nicht abgewickelt wurden, jetzt alles abzuwickeln. Es müsste inzwischen alles mindestens in der Post sein, so wie es sein sollte, eigentlich schon in längerer Zeit. Und passend dazu habe ich mich jetzt darum gekümmert, dass der Shop auch mal was Neues bekommt. Und zwar haben wir zwei neue Dioramen, einmal zum Thema Brücke und einmal zum Thema Bahnsteig. Findet ihr ab sofort im Shop. Verlinke ich jetzt irgendwo, zeige ich irgendwo Bilder und passend zur Weihnachtszeit gibt es Weihnachtskugeln aus Lego. Ich glaube 6, 7, 8 verschiedene Stück findet ihr auch im Shop ab sofort.
Und das Ganze ist natürlich wie immer auch original Lego-Stein. Und das Ganze läuft auch jetzt so, dass die digitalen Bauanleitungen gleich kommen, wenn ihr bestellt. Habe ich jetzt ein bisschen vereinfacht. Vorher musste ich auch das immer persönlich verschicken. Das war auch total bescheuert. Inzwischen kommt es auch per E-Mail-Bestätigung sofort automatisch vom Shop. Und das Ganze ist natürlich, um das Projekt hinter mir zu unterstützen. Das heißt, wenn ihr was kauft, bekommt ihr nicht nur was aus Lego-Steinen von der Brickworld, sondern ihr unterstützt damit auch das Projekt, denn das Geld fließt in das Projekt hinein. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal wieder beim Shop reinschaut. Das Ganze läuft ab sofort jetzt wieder richtig, denn ich mache das Ganze jetzt wieder selber. Tut mir leid, dass es ein bisschen doof gelaufen ist bei einigen von euch. Und ja, man lernt aus Fehlern, mache ich nicht nochmal erstmal. Und ja, schaut gerne mal rein, mich würde es freuen. Ich habe jetzt hier so ein bisschen rumprobiert und das ist tatsächlich das Beste, was ich momentan hinbekomme. Es sieht ein bisschen kaputt aus, was an sich ja eigentlich gar nicht schlecht wäre, weil es ja öfter Schäden in der Nähe von so Schienen gibt. Aber wir bedecken das Ganze jetzt eh gleich noch mit unserem Lastwagen wieder. Dann wird das deutlich, deutlich besser aussehen. Also auch hier ein kleiner Haken, dass wir das hier vorne endlich mal fertig haben. Da bin ich auch auf jeden Fall sehr froh. Schaut mal, ich habe Post bekommen und zwar vom lieben Tobias. Er schreibt: Hallo Daniel, heute bekommst du mal ein kleines Paket von mir. Ich bin der Tobias und verfolge deinen Kanal schon eine ganze Zeit lang. Freue mich immer über die neuen Filme von den Bauerfolgen. Das freut mich auch. Auch wie sich die Stadt über die Zeit verändert hat und was man so an kleinen Steinen daraus machen kann. In meinem vorletzten Urlaub war ich zum ersten Mal im Lego Store in Leipzig und muss sagen, man hat sich wieder wie ein kleiner Junge gefühlt. Ja, das kenne ich. Deswegen hat mich mein Weg auch in einem Dresdner Urlaub in den Laden geführt. Ich habe 3 neue Mitbewohner für die Brickworld gebastelt. Das schon mal vielen, vielen Dank. Ein Arzt, ein Bauarbeiter, beziehungsweise Tunnelräuber und einen Koch, da ich selbst vom Beruf einer bin. Die 3 werden bestimmt einen guten Platz in der Stadt finden. Mach weiter so mit der Stadt. Liebe Grüße, Tobias. Und dann ist die Tüte hier dabei gewesen im Paket. Und dann schauen wir jetzt mal rein. Da sind auf jeden Fall noch Sticker dabei. Und hier sind die 3 Figuren, die der liebe Tobias für die Brickworld spendet. Die werden auf jeden Fall in absehbarer Zeit einen schönen Platz in der Stadt finden. Dafür vielen, vielen Dank. Und falls ihr auch was schicken möchtet, falls ihr irgendwie was habt, was für die Brickworld ist oder sonst irgendwas, dann findet die Adresse im Impressum hier im Kanal oder auch auf der Shop-Seite. Ja, so viel dazu. Vielen, vielen Dank, Tobias. Und auch vielen, vielen Dank an all die anderen, die bis jetzt schon mal was geschickt haben. Ich habe jetzt noch eine wichtige Lücke geschlossen und zwar, ich habe es wahrscheinlich öfters gesehen, auch seit Wochen, dass hier noch offen war, weil ich eigentlich das Muster hier noch um einen Noppen hätte verschieben müssen, damit es zu dem eigentlichen Muster passt, das ich dann hier drüben angefangen habe, weil ich irgendwie, warum auch immer, da drüben an der falschen Stelle angefangen habe und es dann hier erst gemerkt habe, aber das zu machen wäre echt aufwendig gewesen, vor allem mit der Rundung hier, wobei ich sagen muss, ich muss das hier nochmal ein bisschen neu bauen, weil das hier nämlich, da fällt sogar die Bank um. Weil das hier ein bisschen abhanden gekommen ist, glaube ich, auch noch vom Umzug ein bisschen instabil ist. Aber ich habe jetzt hier einfach so eine Rinne reingebaut und auch hier unten noch ein bisschen reingebaut, damit es ein bisschen hübscher aussieht, als wenn das hier mit drin wäre im Querschnitt. Und dadurch habe ich die Möglichkeit, einfach mein Muster hier zu lassen und in diesen Sprung von einer Noppe einfach zu überspringen und hier noch ein bisschen Struktur in den Boden reinzubekommen. Und damit ist noch eine weitere Lücke geschlossen. Ich habe auch hier angefangen, das umzubauen, weil ihr gesehen habt wahrscheinlich auch, dass das hier ursprünglich im alten Layout Dark Bluish Gray war, aber ich finde es hübscher, wenn es hier oben noch Light Bluish Gray ist und darunter erst Dark Bluish Gray wird. Habe ich jetzt bis hier vorne am Ende des Moduls umgebaut, das müssen wir beim nächsten Mal noch machen. Und dann habe ich jetzt hier schon mal wieder runtergesetzt. Das macht jetzt auch nochmal einen riesen Unterschied, weil nämlich hier eine weitere Lücke geschlossen ist, die einfach nicht hübsch aussah. Das haben wir jetzt auch gelöst und ich denke, wir haben jetzt einige Sachen für dieses Video geschafft. Auch diesmal vielleicht nicht so viel optisch, aber es hat auch doch mehr Zeit gekostet, als ich dachte. Momentan ein bisschen kleinere Updates, obwohl das ja auch ein bisschen gedauert hat. Wir haben auf jeden Fall Probleme gelöst, ein paar Lücken geschlossen und vor allem, wenn wir jetzt wieder mal in die Gesamtansicht gehen, von hier oben sieht es deutlich anders aus. Wir haben die Fenster geschafft, wir haben die Lücke endlich geschlossen, das heißt hier vorne sind jetzt gar keine Lücken, auch die Straße ist soweit fertig, mit dem Lastwagen ein bisschen bedeckt, damit es hübscher aussieht. Nächstes Mal werden wir hier vielleicht noch ein paar andere Noppen dazusetzen, hier noch ein paar Geschichten einbauen, damit hier noch ein paar Figuren dazukommen. Und dann ist eigentlich der Bereich hier vorne dann schon mal komplett fertig und darüber bin ich sehr, sehr froh und ganz nach dem Motto Lücken schließen möchte ich vielleicht im nächsten Mal, wenn ich es schaffe, auf den Marktplatz gehen und hier anfangen, weitere Buden etc. zu bauen. Ich habe mich dazu entschieden, den Weihnachtsmarkt erstmal um ein Jahr zu verschieben, weil ich nicht glaube, dass wir das jetzt dieses Jahr noch ordentlich hinbekommen. Also wir werden erstmal einen normalen Markt bauen und vielleicht nächstes Jahr ein bisschen umbauen auf Weihnachten etc. Das ist, glaube ich, auch weniger stressig. Ansonsten würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war's für heute in der Brickworld. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn es in Anführungsstrichen wieder kleineres Update war. Ich würde demnächst dann mal wieder schauen, dass wir zu größeren Updates übergehen, auch am Bahnhof weiterbauen. Und das war's dann für heute. Da liegen genug Stofftiere, nicht irritiert sein.
Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für die Treue, vielen Dank auch für die Treue auf dem englischen Kanal. Ich glaube, ein paar sind auch übergegangen. Und dann würde ich sagen, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Bergbauen und tschüss.